Da sind wir wieder. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Montpellier nach Le Mans Tour. Wir liefern Motorroller. Das ist jetzt nicht so spannend, wie es klingt. Aber naja. Ja, ich weiß gar nicht, was ich jetzt erzählen soll, weil ich quasi gerade alles schon in der letzten Folge erzählt habe. Falls ihr die nicht gesehen habt, spult ruhig nochmal zurück. Guckt euch die Playliste nochmal von vorne an. Einfach mal schön alle 30 Folgen. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen wir jetzt schon haben. Keine Ahnung, so ungefähr wahrscheinlich. Ich sollte vielleicht dieses Let's Play auch Vanilla nennen. Weil ich keinerlei Mods oder sowas installiert habe. Bedauerlich, ich weiß, aber so ist es nun mal. Uiuiuiui, ja, da bin ich vielleicht ein bisschen zu viel auf die Fahrbahn gekommen. Ja, letztes Mal hatten wir zwei Unfälle, letztes Mal hatten wir zwei Unfälle beobachtet, beziehungsweise waren Teil davon. Der eine Unfall war ja dieses Segelflugzeug, was auf der Brücke gelandet war. Und das zweite war das übliche, der übliche Hubschrauber. Autobahn, Abfahrt, Auffahrt, Unfall. Da würde ich mir wünschen, dass ein bisschen mehr Variation reinkommt. Also klingt jetzt komisch bei den Unfällen, aber. Eine Mautstation. Hoppala, man muss ja nicht gleich auf 30 runterbremsen. So, der fährt auch durch. Seht ihr da? Der vor mir fährt auch einfach durch. Gar kein Problem. Anfang der Mautstrecke. Also da gab es jetzt ein Stück, was mautpflichtig war, und jetzt gab es noch ein Stück, was nicht mehr mautpflichtig war. Naja, gut. Ja, ich glaube, heute ist es mehr so eine ASMR-Folge. Das liegt so ein bisschen daran, dass ich halt in der letzten Folge, das war die erste Folge, die ich jetzt in der Aufnahmesession gemacht habe, da habe ich mich natürlich schon auch ein bisschen aktiver unterhalten. Da gab es allerdings auch ein bisschen so vom Spiel mehr Input. Jetzt habe ich gerade das Gefühl, ich bin selber gerade ein bisschen müde, der Tag war lang und so. Mir selber ein bisschen gemütlich hier hinsetzen und einfach nur ein bisschen fahren. Mehr will ich gar nicht.
Wir hatten ja beim letzten Mal geschaut, ne, am Anfang der Tour, wir brauchen nicht schlafen, wir brauchen nicht tanken, wir können einfach nach Le Mans durchfahren und müssen uns um nichts kümmern. Das ist super. Morgen ist Mittwoch. Also Moment, wenn ihr das hier seht, ist auch Mittwoch. Aber ich nehme es eine Woche vorher auf. Also das heißt, es ist tatsächlich gerade Dienstag. Ja. Morgen ist also Mittwoch. Da wird der Tag nicht ganz so hart. Bin ich schön um 17 Uhr wieder zu Hause. 17.30 Uhr. Das heißt, ich werde morgen auch aufnehmen. Ich habe mir so einen Aufnahmeplan gemacht, also To-Do-Plan, was muss ich eigentlich für die kommende Woche alles aufnehmen? Und dann habe ich gedacht, ach du Heiliger, das ist ja richtig viel. Wie kommt das denn? Aber ja, das arbeite ich jetzt ein bisschen ab. Das ist, wird einfach abgearbeitet. Und wenn man mal so überlegt, wenn ich jetzt so in der Woche 10 Videos mache, oder 11, klingt das immer so super viel, aber im Grunde genommen ist meine Strategie gerade, dass ich einfach nur jeden, also nicht jeden Tag, aber wenn ich aufnehme, nehme ich 3 Folgen auf. Für die ganze Woche, aber dann habe ich das hier zum Beispiel, dann habe ich dieses Let's Play schon mal komplett bedient. Gibt es schon mal 3 Videos in der Woche. Morgen Abend nehme ich dann 3 Videos für wahrscheinlich Endless Legend auf. Übrigens ein ganz tolles Spiel. Kann ich euch sehr empfehlen. Vor allem kann man das, es ist halt schon älter, das heißt, man kann es auch super günstig im Sale kaufen. Naja, dann spiele ich es halt mit allen, was geht, also allen DLCs und so weiter. Nun ja. Wobei Endless Legend mache ich 4 Folgen in der Woche. Ich nehme mal an, also das ist ein bisschen gerade der Plan. Ich werde jetzt gleich noch die 3. Folge aufnehmen, dann ist die Woche abgeschlossen. Achtung. Und dann, was ist da jetzt los? Wir fahren einfach rechts oder links vorbei. Ah, sonst hupe ich dich an. Okay. Kleiner Aggressionsschub. Genau. Und dann werde ich, also ne, diese Folge mache ich jetzt noch, dann werde ich die nächste noch aufnehmen. Und dann werde ich ein, ja, ein Let's Play on Demand machen. Es wurde sich gewünscht. Dass ich noch so ein Idle-Clicker-Spiel zeige. Und das mache ich. Industry Idle heißt das. Das mache ich natürlich, ne? Wenn man sich das wünscht auf meinem YouTube-Kanal, dann gucke ich, ob das ich umsetzen kann. Und wenn das so ist, dann mache ich das. Genau, da werde ich gleich nochmal, was heißt gleich nochmal, da werde ich überhaupt erstmal starten mit dem Spiel
Mal gucken, vielleicht mache ich dann auch noch ein, zwei Folgen. Ich bin gerade nicht so müde, ich bin einfach so geschafft vom Tag, aber jetzt nicht so müde, dass ich gleich ins Bett müsste. Und ich muss ja morgen auch erst in Anführungszeichen um 8 aufstehen, beziehungsweise allerdings stelle ich mir immer den Wecker auf 7.30 Uhr. Einfach damit ich eine halbe Stunde mehr Zeit habe morgens. Und das finde ich ganz angenehm, nicht so zu hetzen. Kann man in Ruhe irgendwie einen Kaffee machen. Das eine oder andere Spielchen mal anwerfen. Ja, und so halt. Ich weiß nicht, ob euch diese Idle-Clicker-Spiele interessieren, falls das so ist. Es gibt eine Spalte auf meinem YouTube-Kanal, da befasse ich mich dann nur damit. Da seht ihr die verschiedenen... What the fuck? Habt ihr das gesehen? Da war ein Kampfjet. Da oben ist er. Seht ihr den? Da über die Baumgrenze. Das ist ja der Hammer. Da ist noch einer. Ah, die fliegen hier im Kreis. Ich verstehe. Oh! Hat keiner gesehen. Keiner hat das gesehen. So. Gott sei Dank haben wir keinen Unfall gebaut. Das wäre ja furchtbar. Aber ey, es sind ja hier keine zerbrechlichen Roller. Es sind ganz normale Roller. Hast du jetzt vielleicht irgendwo so einen Militärstützpunkt oder sowas? Ja, ist schon toll, wenn die Karte so ein bisschen belebter ist. Es hat schon viel Schönes. 3400 mit Thomas P. Bitte rechts halten. Ehrlich jetzt? Ich fand, das war gar kein... das war gar kein Grund, nur 50 zu fahren. Ärgerlich. Wie ärgerlich. Naja. Eigentlich müsste man bei solchen Events wie jetzt hier Zug und Kampfjets und so weiter, müsste man anhalten und sich erstmal alles in Ruhe angucken. Fährt halt dran vorbei, aber es ist so, man sieht halt auch nicht so richtig viel. Wenn ich jetzt hier wirklich in diesem Ding sitzen würde, was soll ich da machen? Ja, das kann ich halt machen hier. Hier so rausgucken geht, aber das war's dann auch schon. Naja. Man erlebt schon ziemlich viel Zeugs. Ich bin ein bisschen in Verspätung, kann das sein? Lass uns mal ganz kurz gucken. Sind die Auftragsdaten noch die gleichen? Ja, 2 Stunden 10, 3 Stunden 12. Alles klar. Okay. Gut, dann will ich nichts gesagt haben. Also ich will nochmal, ich muss sagen, das ärgert mich mit dieser 400-Euro-Strafe, weil ich musste abbremsen und ich war noch nicht so schnell runtergebremst. Und dann da eine Geschwindigkeitsübertretung hinzuzaubern, ist einfach Quatsch, wie ich finde. Hey, guck mal da, cooler Zug. Aber gut. Ist links halten. Wie im wahren Leben, man fängt nicht an, mit den Polizisten zu diskutieren.
keinen Sinn. So, hier kann man schön ausrollen lassen. Und Anlauf nehmen. Oh, ich wollte gerade sagen, fahre ich schon Höchstgeschwindigkeit, das fühlt und hört sich so leise, so langsam an. Langsam sprechen hilft. Jetzt mal ganz kurz, also habt ihr es gesehen, es war ganz kurz nur 80 Geschwindigkeitsübertretung, dann war auch schon in 90. Das ist doch ein Irrsinn, oder? Bitte links halten. Jawohl. Da würde mich interessieren, ob das in Frankreich wirklich so ist. Ob die so einen schnellen Tempowechsel, also das kann man ja gar nicht schaffen. Ich kann ja nicht auf 50 Meter mal eben 10 Stundenkilometer runterbremsen, wenn ich 90 fahre. Völliger Irrsinn. Nun gut. Regen wir uns nicht auf. Es ist ja nur ein Spiel. Es ist ja nur ein Computerspiel. Ich könnte jetzt schlafen, aber das machen wir, wenn wir das abgegeben haben. Das macht ganz viel Sinn, denn vor allem schlafen wir dann die Nacht durch. Je länger wir in der Nacht oder in den Abend, in den späten Abend reinfahren, desto weniger Nachtfahrten haben wir. Mal gucken, wir sind bei 18:30, was die Aufnahme angeht. Ja, eine Stunde fahren wir noch. Ja, dann können wir die Nacht noch schlafen, dann können wir uns noch einen neuen Auftrag suchen. Ist doch gar nicht so schlecht. Bitte links halten. Ich mache nochmal kurz den Hinweis, dass es natürlich auch ich einen Discord-Server habe. Ist ja klar, ich bin ja ein lebendiger Tamron. Und da gibt es einen Channel für ETS, Euro Truck Simulator. Und ich glaube, da wurde sich mal ausgetauscht, ob es eine Mod gibt, die den Straßenverkehr dichter macht. Also um einfach mehr Fahrzeuge auf die Strecke zu bringen. Und ich glaube, es gab den Hinweis, es gibt so eine Reality-Mod oder sowas. Ich weiß jetzt nicht, ob das der richtige Name ist, aber dass man das durchaus machen kann. Und dass das auch ein bisschen die Städte schöner macht oder größer macht oder zumindest halt so, wie sie halt in der Wirklichkeit auch sind. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Na, Köln sind ja nur 3 Straßen, aber tatsächlich über diese Mod kann man die wohl dann auch... Nimm die Ausfahrt rechts. Ja, mach ich, ja. Kann man die auch richtig normal modden quasi. Also, dass man ein bisschen mehr Chance hat, die auch wieder zu erkennen. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. Falls das jemand von euch kennt, könnt ihr das gerne mal in die Kommentare schreiben. Vor allem der Name der Mod würde mich interessieren. Ich weiß nicht, ob man Links unter YouTube-Kanäle posten kann. Sonst würde ich sagen, postet halt mal den Link von dem Mod auf Steam oder so. Aber gut, ist ja auch egal.
Ist ja auch egal. Ich habe jetzt noch nicht so vor, das zu machen. Wenn man mal alles erkundet hat und sagt, komm, jetzt will ich mal eine Schwierigkeit höher schalten mit mehr Autos und so, dann kann man das ja durchaus mal machen. Einkommen, Kaching, 2,4, sehr gut. So, wundervoll. Da blinkt es, hier blinkt es nicht, deswegen fahren wir hier lang. Oh. 187, ey, die nehmen es auch auf den Lebendigen. Das ist dann schon, also, da müssen wir den Joster nochmal fragen. Das ist dann schon so, dass man am das Kreisverkehr dritte Ausfahrt als nehmen. LKW-Fahrer zahlt. Normalerweise würde das doch zahlt das nicht sonst die, wie heißt das hier, die Spedition? Und der Auftraggeber oder sowas? Was ist denn hier los? Jetzt drängel dich doch mal da rein. Ja, jetzt aber. Ach komm, deine Mutter. Wo kommen denn die ganzen Autos her? Da sprach ich gerade noch davon, wie überfüllt oder wenig überfüllt die Straßen so sind. Erster Aufenthalt in Le Mans. Noch 6 Städte. Krass. Nimm diese Ausfahrt. Oh, wenn ich nicht da hinten hier schon hin müsste, ne, dann hätte ich ja schon längst hier dieses alte Auto da vorne überholt. Hier ist jetzt 80, na klar, natürlich ist hier 80. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Einfach mitten in der Stadt. Hier? Mitten in der Stadt. Nimm die Ausfahrt rechts. Ja, ich finde, die haben irgendein seltsames System. Das am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Ist nicht so eindeutig mit Stadt und Autobahn. Nimm diese Ausfahrt. Immer geradeaus. Ein Iveco-Händler. Haben wir schon mal einen Iveco-Händler gefunden? Das sagt mir gerade so gar nichts. Biege nach rechts ab. Das war eine schöne Fahrt. Ach, ich weiß nicht. Ja, es war eine schöne Fahrt. Ja, ja, doch. Ja, fang nicht mit Helga an zu diskutieren. Wo muss ich hin? Da hinten hin. Ja, das wird ja ein Spaß. Easy hier. Easy Mode. Ausgezeichnet. Ding, ding, ding. Aber ich muss sagen, auch das hier finde ich mal, diese Leiste finde ich mal interessant. Also, dass man nicht nur immer diese Idee hat hier mit dem Geld, sondern auch mal, dass man da 1275 EPs mal macht. Das wird ja auch echt mal Zeit. Wir haben eine Mail bekommen. What the fuck? Neue Spezialtransporte. Weitere Unternehmen in Europa würden gerne ihre professionellen Fähigkeiten für einen Speziallieferanspruch nehmen. Neben den derzeit verfügbaren Spezialaufträgen in Linz können sie auch hier neue annehmen. Trelleborg. Das sind wahrscheinlich die, die ich alle gerade neu gekauft habe. Ne? Jetzt mal ganz kurz zur Bank gehen. Ich will mal ganz kurz gucken. Wir haben 44.000. Ah. Da haben wir noch nicht so richtig viel mit. Hier wurde ja gemeckert, aber ich glaube, das war von Thor, von daher kann man das jetzt nicht so als Maßstab nehmen. Da wurde gemeckert, dass das alles eine schöne Rechnerei sei. Ich weiß nicht, ich glaube,
nicht. Bayonne. Bayonne ist... Really? 3 Stunden noch für den Auftrag. In Bayonne waren wir noch nicht, oder? Weltkarte. Nein, wir waren noch nicht in Bayonne. Ja, dann Aufträge. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bayonne. 25.000. Ja, den nehmen wir auf jeden Fall. 3 Stunden 30. Lass uns loslegen. Lass uns loslegen. Das heißt, wir werden jetzt erst diesen Auftrag da hinten annehmen. Das ist nicht so... Upala. Nicht die Halle abreißen. Wir holen uns erst den Auftrag und schlafen dann. Das ist jetzt nicht die klügste Sache, aber ist dann so. Vier Minuten, da sind wir ja sofort. Also ich meine, weil wenn wir den jetzt nicht nehmen, dann ist der halt gleich weg. Das will natürlich biege nach rechts ab. Ich glaube, der war nur noch 3 Stunden... Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Okay. Der war nur noch 3 Stunden haltbar. Nimm diese Ausfahrt. Aber nicht so schnell, sonst haben wir gleich schon wieder ein kleines Knöllchen an der Backe. Das will auch niemand. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Und jetzt? Immer geradeaus. Okay. Jetzt, ne? Da müssen wir abbiegen. Biege nach links ab. Okay. Sie sind am Ziel angekommen und Ihre Routenführung ist damit abgeschlossen. Das freut mich. Das freut mich. Wir nehmen Bayonne. Was haben wir? Ja, Bayonne war das. Ach du heiliger Bimbam. What the hook? Fuck. Ich meine, hier... Hochwertige Fracht und zerbrechliche Fracht. Uiuiui, 8 Tonnen. Egal, wir nehmen es. Los! Okay. Mutti ist motiviert. Okay. Sind das Renaults, VWs, Kias? Was sind denn das für Autos? Kann man ja gar nicht mehr sehen, so dunkel wird es hier gerade. Oh, sind gar nicht meine Autos. Die Autos sind meine. Sieht aus wie Kia, oder? Dieses Zeichen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das sieht aus wie No Name. Oder wie Opel. Oder wie No Name. So, wundervoll. Hochwertige Fracht und überhaupt. Vielleicht kriegen wir damit ja ein Achievement. Aber, liebe Freunde, nicht mehr in dieser Folge. In dieser Folge werden wir uns jetzt verabschieden müssen. An der Stelle hier vorne. Dann sage ich vielen Dank fürs Zusehen. Nächste Folge fahren wir auf Tour. Und bis dann wünsche ich euch eine schöne Zeit. Machtet gut, schwenkt den Hut und bis demnächst. Tschüssing.